17.08.2018 kam der neue Cartoon von Matt Groening auf Netflix heraus und ich habe die 10 Episoden, welche zwischen 27 und 36 Minuten lang waren, am Stück hintereinander weggeschaut. Doch, was ist jetzt mein Eindruck von der Serie? Das erzähle ich euch heute. Kommen wir erstmal zu dem, was Disenchantment anders macht als die Simpsons und Futurama. Und das ist die Erzählstruktur. Wo man in Simpsons und Futurama immer schnell erzählte Handlungsstränge innerhalb von 20 Minuten hat, haben wir hier im Durchschnitt Folgen, die ca. 30 Minuten lang sind und zusätzlich auch noch aufeinander aufbauen. Disenchantment will uns nämlich auf eine Reise mitnehmen und aus diesem Grund kann man nicht wie bei den Simpsons einfach jede Folge für sich betrachten, sondern muss sich das Gesamtwerk anschauen und bewerten. Und mit dem Bewerten von Disenchantment tue ich mir aber bis jetzt leider echt ziemlich schwer, da ich den Cartoon nicht so sehr mag, wie ich es gerne hätte. Die Nebencharaktere sind zwar lustig und kreativ gestaltet, bieten mir aber für eine fortlaufende Handlung keine weitere Tiefe. Es werden große Themen angesprochen, aber nicht besprochen. Unsere Hauptcharaktere sehen sich nämlich nach Freiheit und nach Entfaltung ihrer Persönlichkeit, aber sind erst in extremen Situationen bereit dafür, etwas zu unternehmen. Und die Erdrücker dieser Freiheit scheinen gar nicht oder zumindest erst ziemlich spät zur Erkenntnis zu kommen, dass jeder Mensch anders ist und sein eigenes Leben führen will. Das sind Probleme, die in kommenden Staffeln gelöst werden können. Wie ich am Anfang sagte, wir müssen das gesamte Werk betrachten und Disenchantment steht gerade erstmal am Beginn. Auf der positiven Seite haben wir die schon angesprochenen Hauptcharaktere, den Elf Elfo, welcher mit seiner aufgeschlossenen und naiven Art oft in bremsliche Situationen gerät. Die Prinzessin Bean, welche zwischen ihrem Vater, ihren Pflichten als Prinzessin und ihrem ganz eigenen Willen steht. Denn Bean ist halt auch nicht wie eine typische Disney-Prinzessin. Nein, ganz im Gegenteil. Sie trinkt, sie nimmt Drogen, sie klaut und widersetzt sich den Traditionen. Als letzten Anwärter haben wir den Dämon Lucy, welcher schon durch seine 2D-animierten Zeichenstil in der Masse hinaussticht. Er dient während der Serie als Mutmacher für die anderen beiden und er tut halt auch überhaupt kein Blatt vor dem Mund und sagt gerade heraus, was er denkt und tut der Wahrheit kund. Egal, wie unangenehm diese auch sein mag. Der Zeichenstil ist wie gewohnt im Matt Groening-Style. Große Augen und ein hervorstechender Mund. Die Gebäude und die Landschaften fühlen sich sehr mittelalterlich an und die Bewohner dieser Welt sind sehr kreativ und kunstvoll gestaltet. So haben wir einen König, Ritter, wir haben einen Zauberer, wir haben so eine Art Diener, Priestergedöne und wir haben natürlich auch Elfen oder ganz andere Wesen, die ich jetzt gar nicht vorwegnehmen will. Die Animationen aber dafür im Gegensatz sind gelegentlich mal schlampig gestaltet. Und das fällt dann aber auch stark auf. Aber wie gesagt, es ist halt nur gelegentlich. Zum Großteil ist die Serie sehr prima animiert. Zum Schluss kommen wir noch zum Humor, welcher wirklich gut ist und mir auch sehr gefallen hat. Dies ist aber auch eine kleine Schwäche der Serie. Der Witz lockert oft viele Momente auf, welche man viel ernsthafter oder bildgewaltiger hätte lösen können. Disenchantment will zwar so sein, kann es auch, aber für meinen Geschmack hätte ich mir eben 3-4 ernstere Momente gewünscht. Mit Disenchantment haben wir eine Staffel bekommen, welche einen guten und für Matt Groening neuen Ansatz gewagt hat. Und wie gelungen dieser ist, müssen wir halt in den kommenden Staffeln nochmal genauer betrachten. Ihr habt die Zukunft bei Futurama gesehen. Ihr kennt die Gegenwart in Springfield. Was ist also der logische dritte Schritt? Natürlich die Vergangenheit. Willkommen in Dreamland.